redeeming the song down the hall. White demon shadow on the road. Back up your mind, there is a call. Tja, kann man nichts machen. Aber danke für die Info. Ja, bis nachher, ciao. Morgen, Alex. Wo sind die Muffins? Ach so, ja, nee, gab heute keine Muffins mehr. Und warum hast du dann da noch einen Krümel am Mund? Nee, dir entgeht auch echt nichts. Ich stand im Stau, hatte Hunger. Da ist gar kein Krümel, aber danke für die Info, Michael. Das sind verbotene Vernehmungsmethoden, Kollegin. Gerrit hat gerade angerufen. Der Gosch ist raus, seine Frau hat sein Alibi bestätigt. Ein Verdächtiger weniger. Was mit der Spurensicherung? Haben die Jungs am Tatort irgendwas gefunden? Bis jetzt nicht, aber die durchsuchen das Wäldchen jetzt noch mal weitläufig mit der Bereitschaftspolizei. Ja, gut. Ja, vielleicht hat der Junge sich da auch mit einem anderen Freier getroffen. Die Sache ist irgendwie eskaliert. Kann sein. Morgen, Kollegen, das ist Saskia Liefold. Sie möchte ihre Mitbewohnerin als vermisst melden. Ines ist seit 2 Tagen spurlos verschwunden. Gehen wir ins Büro, da können wir uns in Ruhe unterhalten. Bitte, nachher. Nehmen Sie Platz. Sie vermissen also Ihre Mitbewohnerin? Ja. Wie heißt sie denn? Sie heißt Ines Varoll. Und wann haben Sie sie zuletzt gesehen? Das war Donnerstagabend. Sie hat sich mit so einem Typen getroffen, aus dem Internet. Das macht sie ständig. Und sie waren alleine, weil ich nicht zu Hause war. Ich war bei meinem Freund. Ihre Mitbewohnerin hat also einen Fremden zu sich nach Hause eingeladen? Ja. Ich habe auch gesagt, dass es nicht ohne ist, aber sie hat mich nur ausgedacht. Wissen Sie irgendwas über den Mann? Wie er heißt? Haben Sie eine Telefonnummer, eine E-Mail-Adresse, irgendwas? Nichts, nein. Und als ich heute Morgen zurückgekommen bin, war sie weg. Ja, kann es ja nicht sein, dass sie mit zu ihrem Date nach Hause gegangen ist? Nein, nein. Sie hat gar nichts mitgenommen. Weder ihr Handy noch ihre Handtasche und in ihrem Zimmer. Vielleicht ist sie tot. Ganz schön verwüstet aus. Und wo ist die Bettdecke? Gucken wir mal. Ich brauche die Spurensicherung. Und zwar in der Liebecker Straße. Zwei, wir sind im 3. Stock. Ja, ist volle Programm. Ja, okay. Danke. Es sind ein paar Anrufe und 3 SMS drauf. Aber nichts, was auf ein Date hindeutet. Hast du irgendwas? Was ist jetzt zuletzt drauf? Vielleicht hat sie sich mit irgendjemandem getroffen. Chatprotokolle oder irgendwelche Mails? Auf den ersten Blick nicht. Muss ich die Kollegen von der KTU mal anschauen. Na Junge, wie läuft's? Naja. Wir haben jetzt den Laptop der Vermissten zu den Kollegen gebracht. Und auf den ersten Blick können sie eigentlich nur sagen, dass sie verschiedene männliche Kontakte in einem sozialen Netzwerk gehabt hat. Das klingt nach viel Arbeit. Allerdings. Momentan versuchen die Kollegen herauszufinden, was es mit den E-Mails und Chatprotokollen auf sich hat. Was hast du da? Ihre letzten männlichen Kontakte. Anonym, wie einfallsreich. Schönes Wortspiel, nicht? Aber genau da liegt unser Problem. Die meisten der Männer haben sich natürlich unter falschen Namen dort angemeldet. Tja, also es kann dauern, bis wir da weiterkommen. Was ist denn mit dem Handy der Vermissten? Gibt keine Hinweise auf ein Date. Und die Mitbewohnerin konnte alle eingehenden Anrufe zuordnen. Tja, jetzt müssen wir erstmal warten, bis
dem Zeitungsjob. Naja, es wurde eine DNA bei ihm gefunden, also eine männliche Fremd-DNA, die konnten wir sogar. Danke, und tschüss. Eine Frage im Schwulmilieu, die hat auch nichts ergeben. Wir haben in dem Waldstück eine zweite Leiche gefunden. Danke. Tag zusammen. Hallo. Das müsste Ines Warol sein. Siehst du die Bürgermale am Hals? Und sie hat übrigens keinen Slip an. Das deutet alles auf ein Sexualdelikt hin. Habt ihr schon irgendwelche Spuren gefunden? Außer den Schleifspuren hier nichts. Sie führen von dem Weg dort hierher. Tja, der Täter wird sie wahrscheinlich bei ihr zu Hause vergewaltigt und anschließend umgebracht haben. Dann hat er sie in die Bettdecke gewickelt und hat sie hierher gebracht. Hättet ihr im Wald nicht nach dem Zeitungsjungen Ausschau gehalten, hätten wir sie wahrscheinlich nicht so schnell gefunden. Gute Arbeit. Danke. Das kann alles kein Zufall sein, oder? Zwei Leichen am selben Ort. Ich gehe davon aus, dass Matteo Amelli und Ines Varol dem gleichen Täter zum Opfer gefallen sind. Alles andere würde keinen Sinn machen. Ja. Wahrscheinlich wollte der Täter die Leiche von Ines Varol hier entsorgen. In dem Augenblick kam der Zeitungsjunge mit seinem Fahrrad vorbei und wurde Zeuge. Und dem Täter war natürlich klar, dass der Junge eine Gefahr darstellt. Matteo Amelli ist bis ungefähr hier gekommen. Der muss wie ein Verrückter mit seinem Fahrrad losgerast sein. Aber mit dem Anhänger war er wahrscheinlich zu langsam. Der Täter holt ihn ein, reißt ihn vom Fahrrad und bringt ihn um. Die Eltern des Mädchens wurden informiert. Die waren aber bis gestern im Urlaub und konnten deswegen zum Tatabend nichts sagen. Was ist denn mit diesen gelöschten Chatprotokollen? Konnten die wiederhergestellt werden? Ja, guck mal hier. Das ist das soziale Netzwerk, in dem sich Ines Varol mit dem Täter getroffen hat bzw. verabredet hat. Hier, am Donnerstagabend wollte sie sich mit diesem Typen treffen, mit diesem Chat bei 007. Die Kollegen versuchen gerade seinen richtigen Namen rauszukriegen. Ja, wenn er sich da überhaupt mit seinem richtigen Namen angemeldet hat. Ja. In diesem Chat geht ziemlich heiß her zwischen den beiden. Hier, guck mal. Du siehst geil aus, Baby. Weißt du, was ich jetzt gerne mit dir machen würde? Riecht's geil? Ja. Ja, super, alles klar. Danke, ciao. Der Doc ist mit der Obduktion fertig. Könnt ihr das machen? Ich muss noch gleich zur KTU. Ausnahmsweise. Also, Folgendes. Die Frau wurde erwürgt und offenbar vorher vergewaltigt. Ja, das haben wir uns schon gedacht. Spermaspuren? Nein, nichts. Der Täter hat offenbar ein Kondom benutzt. Aber unter ihren Fingernägeln waren Hautpartikel. Die sind bereits im Labor. Na gut. Die Probe müssen wir auf jeden Fall mit der DNA abgleichen, die wir bei dem Jungen gefunden haben. Wann ist sie umgekommen? Was habe ich notiert? Freitag früh. Zwischen 4 und 6. Am selben Tag, an dem der Junge zu Tode gekommen ist. Was ist denn mit der Wunde? Tja, da kann ich nur sagen, sie wurde durch etwas Spitzes, Hartes verursacht. Also, der Täter hat sie erst vergewaltigt und dann gewürgt. Vielleicht hat sie ja versucht, sich zu wehren und ist dann mit dem Hinterkopf auf die Bettkante geknallt. Nachdem der Täter die Spuren so gut wie möglich beseitigt hatte, muss er natürlich die Leiche entsorgen. Wieso geht ihr eigentlich nicht an eure Handys? Hört zu, die Kollegen haben rausgefunden, wer dieser Chatboy 007 ist. Ein gewisser Dominik Peters. Komm, wir holen ihn ab. Ja, sehr gut, Jungs. Bis dann. Kannst du mir den Obduktionsbericht schon mitgeben? Ja, ich habe eine Kopie. Und zwar hier. Jetzt machen Sie endlich den Mund auf. Herr Peters, der DNA-Abgleich ist da. Wissen Sie, was dabei herausgekommen ist? Wir haben Ihre DNA an beiden Leichen festgestellt. Hier, das Ergebnis ist positiv. Daher haben Sie wahrscheinlich auch diese Verletzung an den Händen. Ines Varol.
Sie haben die Frau vergewaltigt und getötet. Ich sag Ihnen, wie das Ganze gelaufen ist. Sie haben sich mit Ines Varolf verabredet. Sie waren bei ihr in der Wohnung. Vielleicht hat sie sich sogar freiwillig auf Sex mit Ihnen eingelassen. Schau, das findest du doch geil, oder? Und dann ist die Sache außer Kontrolle geraten. Und? Habe ich recht? War es so? Matteo Amelli. Der Junge musste sterben, weil sie nicht wollten, dass er zur Polizei geht. Und rauskommt, dass sie Frau Varol umgebracht haben. Gehen Sie bitte mit dem Kollegen, ja?